lieben Freunde der plastischen Kunst und herzlich willkommen zum erneuten Unboxing. Ja, heute habe ich für euch das brandneue Italeri Monte Cassino Abbey 1944 Breaking the Gustav Line Battleset. Wie immer bei den Italeri Battlesets gibt es auch einen historischen Hintergrund, und zwar geht es hier um die sogenannte Gustav-Linie. Das war eine Verteidigungslinie, die einmal quer durch Italien verlief. Innerhalb dieser Linie gab es einen Berg, den Monte Cassino, und auf dessen Gipfel stand eine 1500 Jahre alte Benediktinerabtei mit einem zugehörigen Kloster. Die deutschen Streitkräfte hatten striktes Verbot, das Kloster zu betreten, und waren dann im Vorland dieses Klosters auf dem Berg verteilt, um die alliierten Streitkräfte aufzuhalten. Diese taten sich allerdings schwer damit zu glauben, dass diese strategisch hervorragende Position von den Deutschen nicht genutzt wurde. Und so entschlossen sie sich, entgegen dem Versprechen dem Vatikan gegenüber, dieses historische Gebäude zu verschonen, das Kloster in Schutt und Asche zu legen. Massive Bombenangriffe wurden geflogen und das Kloster wurde fast bis auf die Grundmauern zerstört. Das Fatalste an dieser ganzen Aktion war allerdings, dass nach der Bombardierung kein Angriff erfolgte. Das Kloster wurde mehr oder weniger ohne strategischen Mehrwert in Schutt und Asche gelegt. Als nur noch Ruinen standen, wurden diese von den Deutschen besetzt, die jetzt auch noch bessere Positionen hatten und weiter Widerstand leisten konnten. Es dauerte insgesamt 4 Monate, bis polnische Infanterie das Kloster, oder vielmehr was davon übrig war, stürmen konnte, die polnische Flagge auf der höchsten Stelle hisste und die deutsche Gustav-Linie durchbrach. Soweit die Geschichte. Wer sich da noch ein bisschen genauer für interessiert, da habe ich eine sehr interessante Doku zugefunden. Die werde ich euch unten in die Videobeschreibung setzen. Schaut sie euch mal an, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber jetzt schauen wir uns das Set mal an. Wir haben enthalten einen Sturmgeschütz 3, deutsche Fallschirmjäger, polnische Infanterie, ein M4A2 und natürlich die Benediktinerabtei mit dem dazugehörigen Kloster. Und wie ihr seht, einmal ganz, einmal kaputt. Das kann man hier nochmal ein bisschen besser sehen. Also man kann es sowohl vor dem Bombenangriff als nach dem Bombenangriff darstellen, wobei das ist noch relativ schmeichelhaft, wie viel da noch übrig ist. Hier nochmal ein paar Detailaufnahmen und dann die einzelnen Fahrzeuge und Infanterie, die mit dabei ist. Auf jeder Seite haben wir auch nochmal eine Übersicht der Teile. Hier eine kurze Geschichte auf Englisch und Italienisch, ein paar Farbfotos dieses schönen Gebäudes sowie noch anderen sinnigen Ergänzungen. Auf der Rückseite finden wir ein sehr schönes Diorama. So könnte das Ganze aussehen, mit einem sehr schön gestalteten Berg. Und hier auch nochmal die einzelnen Fahrzeuge und Infanterie mit dabei ist. So, aber jetzt wollen wir uns das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Den Anfang machte die erste große Neuerung, zumindest hatten wir sie bis jetzt in keinem Battleset, das deutsche Sturmgeschütz 3. Für mich das fastige Highlight dieses Sets, abgesehen natürlich von dem sehr schönen Gebäude, das Sturmgeschütz 3 Ausführung G, gehe ich mal davon aus, denn es wirkt sehr stark, als ob es dieses ist. Ja, warum ist es das eigentliche Highlight? Es ist das erste Mal, dass wir das Sturmgeschütz als Fast Assembly Kit in so einem Kit haben, und deswegen werden wir uns das jetzt auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Also wir haben hier den Oberteil der Wanne mit den Luken und Klappen. Ich finde, die sehen alle sehr, sehr gut aus. Wir haben die Ketten, leider wie alle furchtbare Kettenstruktur, aber immerhin, seht man hier, wir haben hier einen gewissen Kettendurchhang. Sieht auch ganz interessant aus. Und es gibt allerdings jetzt bei dem Set die Möglichkeit, das alles zu verstecken. Und zwar haben wir hier ein paar Schürzen und damit ist der Kettendurchgang auch schon wieder passé. Hier ein paar Laufrollen, die hinten drauf kommen. Diverse Kleinteile, die Kanone. Und was auch ganz schön ist, hier seht ihr es, wir haben 2 Geschütze, die sogar beide ein Loch haben. Denn ihr könnt es einmal als Stuck 3 oder als Sturmhaubitze 42 darstellen. Was auch noch mit dabei ist, ist ein MG. Also das Teil kriegt auch dieses MG, was hier oben drauf käme. Allerdings ist die Luke zu. Das heißt, wenn ihr wirklich da einen rausgucken lassen möchtet, müsst ihr die Luke aufschneiden. Was natürlich eventuell nicht ganz so gut verläuft. Ja, ansonsten, es ist halt ein Fast Assembly Kit, das wollen wir nicht vergessen, aber wie eigentlich alle Fast Assembly Kits von Italieri, muss ich sagen, gefällt es mir relativ gut und für einen Tabletop auf jeden Fall ein absolutes Top-Modell. Der M4A2 Sherman 3 auch als Fast Assembly Kit. Ein alter Bekannter, könnte man sagen, der M4A2, wir hatten ihn schon im El Alamein Set. Und nichtsdestotrotz gucken wir uns den auch noch mal ein bisschen genauer an. Also die Wanne, man sieht, es ist ein Fast Assembly Kit, aber es sieht alles noch gut aus. Leider auch immer die Ketten katastrophal. Die Laufrollen dafür sehr schön. Die Geschützblende, das Hinterteil vom Fahrzeug, also alles noch in einem ganz guten
Gesamtbild. Was ein bisschen fehlt oder was mir jetzt fehlt, ist, ihr seht es hier, er hat extra das Loch da oben, aber es ist kein Browning NG dabei. Also das müsste man sich dann woanders beschaffen. Und ja, hier noch das Unterteil der Wange. Also alles kein großes Highlight. Weg damit. Aber auf jeden Fall hier auch ein sehr schöner Panzer und für einen Tabletop auf jeden Fall voll in Ordnung. Die Fahrzeuge bekommen natürlich auch ein paar Decals. Wir haben hier einmal die ganzen Vierecke und Kreise für den Sherman und für die Deutschen dann diverse Nummern, die man sich jetzt auch selber zusammenstellen kann. Die deutschen Fallschirmjäger in Tropenuniform. Dieser Rahmen ist 2 mm breit, insgesamt 32 Figuren. Im normalen Pack wären es 3 Rahmen. Eine Neuerung, also zumindest gab es jetzt in keinem Set zuvor, die deutschen Fallschirmjäger sogar in Tropenuniform. Wir gehen mal etwas näher ran und schauen uns die Kollegen an. Dieser Rahmen ist 2-mal enthalten und keine Pose ist im Rahmen doppelt. Was natürlich hier auch sofort auffällt, ist der charakteristische Helm, den die Fallschirmjäger hatten. Da kann man so relativ schnell und einfach dran erkennen. Und was mir hier auch noch sehr gut gefällt, ist dieser mit dem Mörser. Der hat mal eine richtige Gefechtspose und ist nicht dieser Stehende mit ausgestrecktem Arm, der die Granate lädt, sondern der hockt richtig in der Gefechtspose. Finde ich sehr ansprechend optisch. Genauso auch ein schönes Detail ist, ein Funker ist mit dabei. Man sieht, er hat ein Headset auf. Und sein Funkgerät hier ist hier unten, so sieht es aus, jetzt ein bisschen schmucklos. Aber es ist schön, dass ein Funk auf jeden Fall dabei ist. Dann haben wir hier noch ein paar Jungs mit verschiedenen Bewaffnungen. Und dann haben wir hier auch noch ganz nett auch einen Panzerabwehrsoldaten, der mit dabei ist. Sehr brauchbar auf jeden Fall für diverse Tabletops. Und was mir auch sehr gut gefällt, wir haben hier dieses Leicht-MG, das Fallschirmjäger-Maschinengewehr. Das ist sogar quasi 3-mal mit dabei. Also hier die beiden haben es auch nochmal. Und die sind alle in der stehenden Pose, was für ein Tabletop sehr gut ist. Ja, einer der Munition noch mit beibringt und dann auch nochmal normaler. Wir schauen uns jetzt auch nochmal die Rückseite an. Also die haben auch komplettes Marschgepäck mit dabei. Was nicht ganz so schön ist, sind, ihr seht überall diese runden Knubbel da an den Figuren. Das sind die Gussteile, die muss man natürlich wegschneiden. Hat natürlich dadurch den Vorteil, dass die am Kopf keinen haben, sodass man diese schöne Helme vielleicht verschnitzen würde. Aber auch hier alle Details gut zu erkennen. Man muss halt sehen, wenn man die abgeschnitten hat, dass man das halbwegs sauber ein bisschen nachschnitzt. Und ansonsten aber, wie gesagt, sehen sie top aus. Hier nochmal den Funker gerade von hinten, der hat ein kleines Loch im Rücken. Und da kommt dann das Funkgerät rein. Und wie gesagt, der Mörser ist ja so mit das Highlight für mich auf jeden Fall in diesem Set. Die britische Standardinfanterie, obwohl es ja in diesem Set eigentlich polnische Infanterie heißen müsste. Historisch aber alles korrekt, denn die haben dieselben Uniformen getragen wie die Briten. Standardinfanterie kann man ja eigentlich nie genug haben und in diesem Rahmen sind fast alle Waffen abgebildet, die man für eine Armee, auch für einen Tabletop, gut gebrauchen könnte. Aber wir werfen jetzt mal einen genaueren Blick drauf. Fangen wir hier oben an. Wir haben hier zwei Varianten eines MGs. Einmal das mit Standfuß und Wasserkühlung und einmal ein Bren MG. Munitionszuführung und ein paar verschiedene Posen. Das Ganze hier 2 bzw. sogar 3-mal drin. Hier unten dann normale Infanteristen mit Gewehren und MPs. Sowie dann auch ein Offizier mit einer Kerte. Das Ganze 2-mal. Hier oben haben wir auch wieder was Schönes. Ein Funker ist mit dabei, kann man immer sehr gut gebrauchen für verschiedene Systeme. Und hier auch noch als Abwechslung einen, der einen verletzten Kameraden stützt. Sehr gut als Sanitäterfigur einzusetzen. Piet-Schütze ist mit dabei und einen, der sein Gewehr eher als Keule benutzt. Das Ganze 2-mal, sowie dann auch nochmal diese Standardsoldaten in verschiedenen Posen, die insgesamt alle ganz nett aussehen. Also in die Jahre gekommen ist es leider schon, das muss man sagen. Man sieht diversen Flash, aber wie gesagt, für eine Tabletop immer noch top zu benutzen. Schauen wir nochmal schnell auf die Rückseite. Also auch die haben Marschgepäck mit dabei. Man sieht es hier sehr schön. Alles gut dargestellt. Und wenn das vernünftig bemalt ist, macht das, denke ich, auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Was fehlt? Natürlich das Gebäude und hier haben wir das Ganze. Ja, es ist dann doch etwas überschaubarer, muss ich sagen. Also nach dem Reichstag bin ich eigentlich ein bisschen mehr gewohnt und hätte auch ein bisschen größeres Set erwartet. Dann auf dem Bild sieht das ganze Teil relativ groß aus.
Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Ganze schon zusammenzubauen. Deswegen gucken wir uns jetzt hier mal schnell ein paar Bilder des fertigen Gebäudes an. Also auch wenn die Platten etwas klein wirken, es sind ja mehrere Segmente, die auch hintereinander kommen, wodurch das Ganze dann auch wieder ein bisschen an Grundfläche gewinnt und ein durchaus schönes, großes und auch repräsentatives Kloster wird, das man dann auch ganz oder kaputt sogar darstellen kann, indem man die oberen Schichten abnimmt. Werfen wir nochmal einen Blick in die Anleitung. Hier haben wir dann auch die Geschichte nochmal auf Deutsch. Wenn es interessiert, Pause drücken. And English. So. Und es startet recht mit der Bemalung der Infanterie. Hier haben wir dann das deutsche Fallschirmjäger-Tarn, wenn man das denn so hinbekommen könnte auf 1:72. Die polnische Infanterie, die genauso bemalt wird wie die britische natürlich und sich nur durch einen kleinen roten Strich an der Schulter unterscheidet. In der Innenseite ist der Zusammenbau des Shermans sowie die Bemalung dargestellt, wobei ich nicht weiß, warum davon zwei Bilder in Schwarz-Weiß sind. Als nächstes der Zusammenbau des Sturmgeschützes, auch wie gesagt leichte Sache. Hier kann man auch nochmal sehen, dass man sich aussuchen kann, welche Variante man gerne bauen möchte. Und die Bemalung ganz klassisch in Dunkelgelb. Dann haben wir hier nochmal das fertige Gebäude. Wie das Ganze bemalt wird, sieht man dann hier auch nochmal mit den entsprechenden Farben, sofern man es denn hinbekommt. Und hier unten nochmal ein paar kleine Erweiterungstipps, wie man sich das Ganze noch etwas schöner gestalten kann. Ja, und zu guter Letzt natürlich das Fazit. Lohnt sich dieses Set? Das muss natürlich wieder jeder für sich selber entscheiden. Mir gefällt sehr gut, dass das Sturmgeschütz mit drin war. Das war bis jetzt, wie gesagt, in noch keinem Set mit dabei. Die deutschen Fallschirmjäger waren bis jetzt auch noch nirgendwo mit dabei. Britische Infanterie, auch wenn sie hier polnische Infanterie heißt, kann man immer benutzen. Und der Sherman natürlich ist einer der meistgebauten Panzer des Krieges. Auf jeden Fall auch eine sehr sinnvolle Ergänzung. Und die Gebäude wollen wir natürlich nicht vergessen, das besonderste Highlight dieses Sets und ich denke auch der Hauptkaufgrund, warum man sich diese Packs holt. Vom Inhalt her muss ich sagen, mir fehlt da etwas drin. Also es ist relativ wenig Material tatsächlich diesmal drin, deswegen würde ich auch diesmal nur eine bedingte Panzerschmied-Empfehlung ausstellen, weil von dem Inhalt ist es ein bisschen dünn. Also so eine Halbkette wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Also es gibt ja von den Alliierten oder auch als Fast Assembly Kit den M3 Halftrack oder die deutsche 251 wäre vielleicht noch okay gewesen. Also irgendwas oder so Jeeps haben sie glaube ich auch noch als Fast Assembly Kit. Also irgendwas hätte noch dabei gemusst. Ich finde es tatsächlich ein bisschen dünn. Aber gut, das ist jetzt meine Empfindung. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Set so findet, ob ihr das ähnlich seht. Und dann würde ich mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr auch mir einen Daumen hoch da lässt, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.